Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen. Angezockt ist es ja nicht, aber ja, ich will euch halt kurz Hogwarts zeigen, so wie ich es hier vor mir sehe, weil wir streamen es ja gerade, aber im Stream könnt ihr es ja nur 1080p sehen, deswegen auch keine Kamera. Ich nehme das mit einer hohen Bitrate auf, mit 4K HDR, 60 FPS, ganzen Gedöns, und da geht keine Kamera, weil die würde sonst milchig aussehen, leider. Aber so seid ihr halt am nächsten so dran, wie ich es hier wirklich vor mir sehe. Und das würde ich euch halt gerne zeigen, weil viele fragen, ob es sich lohnt. Oh ja. Ich bin jetzt bei einer Spielzeit von 55 Stunden. Ich werde auch nichts zur Story verraten, um euch nicht zu spoilern. Das ist halt hier der Raum, den könnt ihr euch dann auch später ausbauen, das ist ganz logisch. So, wir wollen jetzt einfach mal an einen Punkt hin, wo es ein bisschen schön aussieht. Nehmen wir hier mal ein bisschen Landschaft. Haben wir vielleicht noch, ach, da haben wir noch Spinnen, genau, dann markieren wir uns die gleich mal. So. Und dann flischen wir mal hier hin. So. Kann ich meinen gepimpten Besen gleich mal testen. So. Ist jetzt dunkel. Wir können jetzt auch mal hell machen. Einfach so. Und R3, ja. Und schon wird's hell. So. Das Gewand, was ich anhabe mit den Totenköpfen, die hier sich so bewegen, ich zeige euch die Klamotten auch gleich noch im Menü genauer, ist aus dem Deluxe, aus der Deluxe-Version. So, dann rufen wir unseren Besen. Wir haben halt einen Besen, ich kann mal kurz landen, und dann haben wir auch noch ein Reittier. Wie wär's mit einem Rundflug? Los! Hier vorne kann ich auch einen Kampf machen, das werden wir auch gleich mal machen. Was ich euch das mal zeigen kann. So, erstmal landen. Ja, mit Reittier ist es ein bisschen schwerer zu landen. Mit Rebellion. Da hin. Ah, hier sind auch Spinnen oder was? Hier sind auch Spinnen. Die können wir gleich mal machen. So. Expelliarm, Constringo, Incendio, Avada. Falsch. So, ich habe auch schon alle Zauber aufgedeckt. Accio, Stipendio, Incendio. Impulso. War schon. Die sind ein bisschen. Der vorne ist ein bisschen hartnäckiger am Wasser. Da, der da. Großen Zauber wirken. Aber das geht bei mir auch nur, weil ich wirklich. Wenn nichts Ausrüstung, dann. Level 37 bin. Also ich habe schon ordentlich gelevelt. Wie ihr seht. Meine Klamotten unterscheiden sich von den Klamotten, die ich anhabe. Ja, das ist halt mit dem Totenköpfen und Nebel, das sieht so geil aus, ey. Und da auch die passende Mütze zu. Und meine Klamotte sieht eigentlich so aus. Aber Transmorph ist hier von Anfang an, und ich wiederhole, von Anfang an dabei. Das heißt, ihr könnt jedes Klamottenstück anders aussehen lassen. Ihr seid nicht, weil ihr die beste Rüstung tragen wollt, darauf angewiesen, na, sieht scheiße aus, aber ist die bessere Rüstung. Nein, ihr könnt jedes Klamottenstück anpassen. Ich nehme jetzt hier mal zum Beispiel diesen Merlin-Mantel, den ich beim Event gekriegt habe. Oder ich könnte jetzt auch Ritterrüstung. Ach ne, hier ist die Ritterrüstung. Die habe ich im Spiel, also die habe ich alle im Laufe des Spiels gekriegt. Für verschiedene Aufgaben, Freischaltungen und gefunden, und ich habe dann auch so ein, ne, so ein, ich bin Slytherin übrigens, hier so ein Drachenmantel aus Drachenhaut, so, dann habe ich noch den hier,
oder hier den. Und wenn man der sieht auch ganz geil aus. Wenn man alle Hausmarken in Hogwarts sammelt, das ist eine ganz schöne Tortur, dann kriegt man diesen. Der leuchtet auch, wenn man dann zaubert. Kann ich euch auch mal zeigen. So. Seht ihr das? So. Aber ich nehme meinen Totenkopf wieder. Und das passende Outfit zu dem Totenkopf wäre eigentlich, was halt zum DLC gehört. Beziehungsweise Vorbesteller. Na Quatsch, Deluxe, wer jetzt dieses? Na, können wir auch mal wieder anziehen. So. Und ihr könnt so anpassen, wie ihr wollt. Hier unten haben wir den Speichern und Laden und Einstellungen und Barrierefreiheit. Hier ist die Eulenpost, da bekommt ihr Nachrichten von allen. Da gehe ich jetzt aber nicht rauf, weil ich euch nicht spoilern will. Weil sonst würdet ihr die Nachrichten sehen. Hier haben wir die Aufträge. Also das ist Hauptquest. Hier, das ist die Hauptquest, bis die denn zu Ende ist. Also ist eine Hauptquest, gehört aber zu diesem Bereich. Ja, und das sind Schatzkarten, dann haben wir noch Nebenquest und whatever, hier ist ganz schön viel mit bei. So, dann haben wir hier die Landkarte. Das ist so. Die ganze Landkarte fängt hier oben an. Das alles. Und dann hier runter, hier drüben. Und hier bin ich jetzt erst hingekommen. Und dann ist so schon Ende. Hier ist alles nix. Da ist auch nix. Aber vielleicht kommt ja noch ein DLC. Dann haben wir Hogsmeade. Das ist ein Dorf direkt bei Hogwarts. Da kriegen wir unseren Zauberstab her. Da können wir Rezepte für Tränke kaufen. Hier Tränke, also Zaubertränke halt und so. Ne? Und was kann man noch? Haare machen lassen. Klamotten. Besen. Also hier kauft man seinen Besen und kann auch neue Besen kaufen und pimpen und so. Hier haben wir dann noch Korn und dann hier oben Pilze, auch noch mehr Zutaten, alles. Also wirklich. Dann haben wir noch Hogwarts. Hogwarts ist auch sehr gut gelungen. Alleine Hogwarts, ich habe in den ersten Stunden war ich nur in Hogwarts unterwegs und habe alles erkundet und das hat kein Ende gefunden. Das sieht jetzt ein bisschen klein aus für euch, ja, aber es ist wirklich riesig groß und so viele Gänge und unterirdisch und man findet überall was und man findet auch Geheimgänge und och, hör mir auf, ich will euch ja nicht so jetzt spoilern. Quidditch können wir nicht spielen, hier ist das Quidditch-Feld. Da. Aber Quidditch können wir nicht spielen. Das gehört nicht zum Spiel, weil... Das wird zu groß geworden, keine Ahnung, die haben sich erstmal hier drauf konzentriert. Ja. So, dann ist hier mein Level, hier ist dann gerade mein Inventar, also hier ist die andere Menüansicht, da kann man dann auch hier oben ranklicken und so, dann kommt man auch überall hin. Hier mein Inventar direkt, das ist mein Reittier. Dann ist hier, was ich so mit bei habe. Das sind die ganzen Zutaten. Dann hier habe ich jetzt Punkte, die ich verteilen kann. Ich habe jetzt einen Fähigkeitspunkt. Den könnte ich jetzt hier verteilen, aber ich habe nur. Es geht nur bis Level 40. Also ich kann jetzt noch drei machen, also habe ich insgesamt vier. Also kann ich die beiden rein theoretisch machen. Und könnte hier gucken, dass ich hier noch zwei raufpacke. Die anderen Sachen kann ich dann nicht mehr skillen. Die sind dann weg. Man kriegt nämlich nur 40 Punkte. Oder so. 12 habe ich da. 13, 14. 10, 20, 28, 30. 32. Ja. 10, 18, 28, 30, 32.
Genau, 32. Dann oben habe ich 33, weil für die ersten Level bekommst du ja nichts. 33 und 3 kriege ich noch. Also auf 36 Punkte oder 37 Punkte kommt man. Weiß ich jetzt nicht so aus dem Kopf. Und es fehlt halt, habe ich gelesen jedenfalls, fehlt halt, dass man halt die eigenen Sachen scalen kann. Ja, also ich bin am Überlegen hier, ich muss hier echt gucken, was ich hiervon dann noch weiter skille. Momentan bin ich mit der Skillung eigentlich ganz zufrieden. Ich habe auch lange keine Punkte eingesetzt. Ich habe am Anfang ein bisschen was verschenkt, also da hätte ich ein bisschen besser skillen können. Aber später habe ich dann nicht mehr geskillt und habe einfach gewartet, um zu gucken, wo ich hingehe in meine Richtung. Ob ich gerade auf Kohl, also Pflanzen mache oder... Ah, hier sind dann wieder Spinnen, seht ihr das? So. Und hier können wir dann den Zauberweg... Freigelassen, oder? Das war ein großer Fehler. Das sind jetzt... Ja, die Spinnen sind weg. Seht ihr das? Und ich habe halt schon die Skills. Incendio! Wunderbar, Premiere, vom Wagen. Die gleichen Fehler machen wie meine Kameraden. Konfrinto! Du hast. Oh, jetzt ist er weg. So. Das wartet jetzt mit den Spinnen. Es gibt auch noch andere Kreaturen, die hier sind und Wilderer und ach, ich habe so viel Zeug, was man machen kann. Leider ist jetzt hier bei uns Winter, deswegen kann ich euch nicht zeigen, wie es am Anfang eigentlich aussieht. Am Anfang sieht es echt schön aus hier. Und jetzt zack, einfach mal auf den Besen. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Fliegen wir mal ein bisschen rum hier. Weil da war noch nicht Winter, da sah es echt schön aus. So. Hier könnt ihr das sehen. Ich habe auch schon hier im Wasser, wenn man ein bisschen wartet und so, dann kommt auch der riesen Tintenfisch da mal mit den Armen hoch. Und wenn ihr Slytherin seid und gegen das Fenster von eurem Dings schießt, dann geht auch so die Krakenhand. Also da gibt es so viele Sachen zu entdecken. Also was jetzt nicht großartig mit dem Spiel so in sich zu tun hat, einfach nur irgendwelche tollen Sachen. So. Hier sind noch mehr. Jetzt können wir mal so ein Diebeslager hier noch gucken. Also so ein Wildererlager. Müssen wir gucken, wo hier der Eingang ist. Gehen wir einfach mal drüber hier. So, sind hier überhaupt noch welche? Dass du mal vorbeikommst. Du hast doch Orks freigelassen. Schwarze Magie an dir zu liegen. Ich werde dich tun. Aufnehmen. Bist du tot? Entzündet. Ich habe schon hier. Die unverzeihliche Bücher haben wir auch schon. Allein Ranrock schuld. Ja, das war schon. Aber ist auch nur so, ist ja die Anfangsgegend hier. Und wie gesagt, ich bin schon ziemlich weit. Ich habe auch hier, wie gesagt, kann ich euch mal zeigen bei Einstellungen. Ich kann euch leider nicht alles so zeigen, wie es eigentlich ist. So. Weil ich habe hier bei Bildeinstellungen habe ich 3 Möglichkeiten. Ich habe auch schon die PlayStation am Fernseher habt, da habe ich 6 Möglichkeiten oder 5, ich weiß es jetzt nicht genau, und da habe ich halt auch
einen High-Performance-Modus mit bei. Da versucht er wirklich die ganze Zeit 120 FPS zu halten mit Raytracing und allem drum und dran. Und ich sag euch, das sieht so unfassbar geil aus. Das sieht so unfassbar geil aus. Der Marmorboden, wenn der ist ja geputzt, denn der spiegelt richtig. Ey, das sieht so geil aus, ey. Absolut, absolut der Knaller. Dann können wir mal Schnellreise machen, damit ihr sehen könnt, wie schnell das ist. Wir sind jetzt eigentlich hier oben. Und wir gehen jetzt einfach mal... Gehen wir mal hier unten an die Küste. So. Wie gesagt, auf der PS5 spiele ich's. Zack, und schon sind wir da. Ich freue mich, darin vorzukommen. Nicht sicher, aber gegen einen Drachen. So. Dann haben wir hier überall verschiedene Sachen, die wir finden können. Da vorne seht ihr zum Beispiel Ballons. Da muss man nur durchfliegen. Zeige ich euch mal. Ach, hier bekämpfen sie mich gerade. Hier ist ja auch eine Flamme. Diese kleinen Flammensymbole, die hier sind. Da braucht man nur dagegen oder in die Nähe kommen, dann, dass die an ist. Weil das gibt dann... Schnellreisepunkt, das sind Landeplattformen, die muss man auch aktivieren. Es ist Haufen Sammelzeug halt mit bei, aber ich muss echt sagen, im Gegensatz zu anderen Spielen, wo man sagt, oh Gott, schon wieder und noch und wie, ah. Am Anfang kommt man, oh, man sammelt hier, man sammelt da und man findet so viel. Irgendwann wird es natürlich ein bisschen... grober, man hat dann nicht mehr so viel. Ach, ich komme hier so ein Solarium. Ja. Aber es macht trotzdem Spaß. Also, ich spiele jetzt, wie gesagt, über 50 Stunden. Ich komme nicht weg davon. Ich muss mich teilweise abends zwingen, ins Bett zu gehen. Weil ich würd gerne noch weiterspielen. Ein Astronomiealtar. Weil irgendwo ist ja immer was versteckt und man findet hier was, man findet da was und sagt mal, oh, guck mal, was da drunter ist. Hier ist zum Beispiel ein Troll. Ach, hier. Der Pulso. Kampfkohlen los. Hier nochmal bitte. Man kann auch. Man braucht nicht mal. Da? Ich brauche nicht mal zaubern. Das reicht schon das, mit meinem Kampfkohl und alles drum und dran. Also ich kann da dann später alles noch anbauen und ihr könnt momentan erstmal kaufen. Später könnt ihr das selber anbauen. Könnt so viele Sachen da machen, ey. Das ist einfach. So, und hier müssen wir dann jetzt, bei sowas müssen wir dann jetzt warten. Also da müssen wir erstmal Landkarte. Ja, drei drücken, ja. Weil geht natürlich nur abends, ist ja klar. Da hat man dann so ein paar Kniffelaufgaben. Die Merlin-Aufgaben sind auch nicht immer gleich. Da sind mal so eine mit bei. Andersrum, so rum. Machen wir doch.
muss einen Schluck trinken, trockenen Hals. Und es macht einfach unheimlich Spaß. Oh, ich bin überhaupt nicht eigentlich der Harry Potter-Fan. Ich habe die Filme einmal geguckt. Ja, und das war's. Welche Katzen haben wir denn heute zum Streicheln? Aber es macht einfach unheimlich Spaß. Es sieht auch unheimlich geil aus. Also davon mal abgesehen. Das wollte ich euch ja hier mit diesem Video zeigen, damit ihr da mal ein bisschen gucken könnt. Ja, das funktioniert auch alle ziemlich schnell, wie ihr seht. Ja, da brauchen wir jetzt hier. Quatsch. Hier brauchen wir. Licht. Seht ihr? Ich habe, wie gesagt, nur einen Zauber ist noch. Und den hole ich ja eigentlich jetzt in der Hauptquest. Lumos. Hier ist eine Truhe. Und was haben wir denn hier? Ab hier! Incendio! Ab hier! So. Wingardium Leviosa. Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht... Zeige ich euch mal. Wenn ihr denn später selber... Weil am Anfang habt ihr nur die Feder. Aber man könnte das dann praktisch halt auch... Ja, dahin, wohin soll. Und dann... die Feder. Oder ihr macht das andere mit der Hand da unten, was ihr seht. Dann wird das halt eingefroren. Viele verfallene Schlösser. Also zur Story werde ich jetzt nichts sagen, die ihr hier erkunden könnt. Oder Häuser oder auch komplette Dörfer. Also ist nicht verfallen, die Dörfer sind noch bewohnt. Und da ergeben sich immer mal kleine Gespräche und so. Oder man findet irgendjemanden, der eine Quest für ihn hat oder was weiß ich. Können wir gucken. Ja, können wir auch so rausfliegen jetzt. Der, ach so, das passt so, ja, da kann ich euch... Das muss der Derrick Hall-Bau sein, den Miss Moffat erwähnt hat. Also, wo ist Gwenaira? So, hier müssen wir jetzt erstmal wieder... unseren Zauber anpassen. Ich habe eigentlich auf nach links gepackt, habe ich eigentlich immer das, was ich... Die sind fest für das Kämpfen. Und da packe ich mir mal da drin, was ich gerade so brauche. Dann brauche ich jetzt hier zum Beispiel den. Das habe ich da eben gepackt. Ich hab sie. Diese Tiere? Das muss ich Miss Moffat sagen. Die könnt ihr später auch noch selber züchten. Oder verkaufen, wie fühlt ihr? Ruhig. Ich tu dir nichts. Revelio. Das glaubt Professor Howe nie. Ich könnte mal ein bisschen Vegetation sehen.
Quest komplett machen, dann kann ich euch das zeigen. Also ich hatte mit der Frau geredet und die hat halt gesagt, da sind die und ich soll davon ihn retten. Und ja, hier sind noch Schmetterlinge wieder da oben. Aber zeige ich euch mal. Hier sind noch Schmetterlinge. Den muss man dann folgen. Und dann, hier ist nochmal so eine Flamme. Die sind nicht immer nur am Wegesrand. Und wenn ihr so eine Steine seht, immer kaputt machen. Die braucht ihr später immer wieder. Zack, nochmal. Und hier ist dann halt auch so was für Zauber. Sieht dann so aus. Was zum Aufklären ist. Aber wir fliegen erstmal geradeaus weiter. Revelio hilft euch dann halt Sachen zu finden. Immer mal wieder so zwischendurch machen. Auch beim Fliegen. Kein Problem, aber zack, bumm. Dann wird so im Umkreis alles aufgedeckt. Dann habt ihr mir auch recht schnell aufgewertet, damit er halt noch weiter funktioniert. Der hilft euch halt. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Sachen zu finden. Hallo. So. Schon Glück mit Gwynira. Miss Moffat, ich habe Gwynira gefangen. Ach, Moffat hieß sie, genau. Das ist ja unglaublich. War es denn sehr schwer? Kann man auswählen. Ah, nicht wirklich, wenn man weiß, was man tut. Ach, nur nicht so bescheiden. Nun, kann ich sie jetzt haben? Und dann kann man auswählen, ja, das wird teuer. Ich behalte sie. Könnt ihr mal sagen, das wird teuer? Ja, aber ich erwarte erst eine Bezahlung. Das ist wohl angemessen. Ich weiß, wie schwer es gewesen sein muss, sie zu fangen. Ich hab's sonst mal ja gesagt, die Trottel. Herrliche Federn. Oh, damit werde ich gewiss die allerschönsten Kleider machen. Und sie hätte natürlich auch ein gutes Leben. Ah. Danke, dass Sie mir Gwynira gebracht haben. Ich werde auf Sie achten und Ihre Federn nur sparen. Outfit. Verwenden. Und 500 Gold. So. Und hier findet ihr dann halt auch immer noch Kisten. Seht ihr das hier? Ich kann schon Schlösser knacken. Das sieht dann so aus. Da. Aber das müsst ihr trainieren. Das kommt immer im Laufe der Story. Ich will euch da nicht zu weit spoilern. Nur so ein bisschen zeigen, was alles machbar ist. Und es wird halt nie langweilig. Und dann geht da durch hier. Rebellion. Zack, bumm. Dann sehen wir das auch hier. Da. Du gehörst mir, Demigeist. Ach, hier so ein Demigeist. Das war ja Glück. So. Mal trinken. Was essen. Das hat leider keine Bewandtnis, ob man hier isst oder trinkt oder so. Öffnen wir uns mal hier auf die Brücke. Hogwarts gehen. Oh, was haben wir denn hier auch noch? So, genau, erstmal nach Hogwarts. Hogwarts. Und zwar. Ich gehe mal so ein bisschen um Hogwarts. Hier seht ihr so ein paar. Was seht ihr? Da habe ich dann schon wieder. Neue Aufgaben. Wollte ich hier auch noch suchen. Amit war bestimmt schon mal hier. Jetzt hast du ja schon gefunden. Manche sagen, gehen schnell und manche sind echt wirklich.
Sieht das nicht geil aus? Man könnte hier um komplett Hogwarts rumfliegen. Und schon sind wir wieder in Hogwarts. Achso, das hatte ich ja schon gemacht, oder? Achso, von der Helena ist das auch so ein versteckter Raum. Das kommt dann auch noch im Laufe der Story. Auch die Geister sind hier unterwegs und da. Nicht teuer! Das Mieter. Vorsicht vor dem offenen Feuer! Wie hieß, der? Der macht jedenfalls nur Blödsinn. Die Bilder reden auch teilweise manchmal mit euch. Und bewegen sich, ja? Über den Stand der Dinge nachgedacht. Ich finde sie nicht einmal interessant. Sie ist öde, schrecklich öde. Ich sehe nicht, wie das für ein Halbblut gut sein soll. Was ist mit dir? Was denkst du? Bitte, gib's zurück. Warum machst du das? Das ist gemein. Hilf mir! Mein Bett! Nein! Black, da kommt mein Buch! Ja, das Sieh, ist ja tagsüber. Wir würden brauchen, das ist halt auch Verzeihung. Gemacht. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Es waren nur noch zwei Glocken übrig. Aber sie musste ja alles verderben. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wer ruiniert alles? Und welche Glocken? Professor Black hat Mr. Moon befohlen, die Glocken im Glockenturm abzunehmen, weil sie ihm Kopfschmerzen bereiten. Ach, das habe ich sie schon gemacht. Sie gehören zu Hogwarts. Das wollte ich nicht zulassen. Also bat ich meine Freundin Adelaide, mir zu helfen, sie wieder anzubringen. Wir waren schon immer ein Duo. Das habe ich... Ich mach mal weg. Das habe ich schon gemacht. Ist es... Hier kann man auch... Ihr seht, auch die Gespräche skippen, wenn jetzt sowas dabei ist, wo er sagt... Und Vielleicht kann ich beim Aufhängen der Glocken helfen. Ja? Das wäre... Ja. Du bist eine größere Hilfe als... So. Die Glocken hängen wieder, Evangeline. Du machst der Schule alle Ehre. Ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Und dass der Schulleiter sie hört. Ich würde gern sein Gesicht sehen. Künftige Generationen wissen deine Tat vielleicht nicht zu schätzen, aber ich schon. Und ich hoffe, du auch. Du weißt ja nicht, wie viel das bedeutet. Mir und Hogwarts. So einfach habe ich mal schnell Punkte gemacht. Weil ich die ja schon abgeschlossen hatte. Ja, kann euch auch öfters gehen, dass ihr irgendwie ein Rätsel findet oder irgendwas findet und was macht und... Ach Mensch, guck mal. Da soll ich's machen. Und dann kriegst du Punkte halt im Nachhinein noch dafür. Hier sind, nee, die Katzen sind weg. Hier waren noch Katzen. Ach da, eine liegt noch da. Was seht ihr das? Und hier Türrätsel habt ihr denn... Aber auch das ganze Ambiente haben sie gut eingefangen. Also finde ich wirklich richtig, richtig geil. Und ich bin, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Harry Potter Fan. Überhaupt nicht.
Ich habe nur die Filme geguckt. Aber das ganze Universum und drumherum, finde ich, ist hier wirklich gut dargestellt. Und das macht so unheimlich Spaß. Und oh, es ist einfach nur geil. Es ist einfach wirklich nur geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe mir extra die große Version gekauft. Die Disc-Version kaufen. Kann ich euch auch kurz erklären. Ich habe aber die digitale Edition gekauft, weil meine Tochter das auch unbedingt spielen will auf der PS4. Und deswegen habe ich halt die digitale Edition, weil das ist PS4 und PS5 gleich. Also drei Versionen. Einmal nur PS4, einmal PS4 und PS5. Und dann halt noch die Deluxe Edition, die ist auch für PS4 und PS5. Aber die Standard Edition gibt es halt PS4 und für PS5. Und die PS5-Version ist auch gleichzeitig für PS4. Also man könnte aber auch halt 10 Euro oder 5, was weiß ich, sparen und die PS4-Version nehmen. Aber für PS4 kommt es, glaube ich, erst raus. So. Nee, ist schon, oder? Doch, müsste doch schon da sein. Oder? Nee. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ihr seht da auch die Spiegelung vom Licht von da drüben. Und hier. Seht ihr das? Das ist einfach ein Licht. Weil hier die Tür aufgegangen ist. Und schon ist da. Jetzt ist es woanders. Ist so geil. Ah, das war ein Bug hier. Habt ihr das gesehen gerade? Ja, das ist halt nicht immer. Da. Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Und ich hoffe, dass da noch DLCs kommen. So. Nichtsdestotrotz soll es das jetzt auch so gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wie ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde euch auch die Playliste zu Harry Potter noch, also zu Hogwarts noch verlinken, auch unten in der Beschreibung und so. Also wie gesagt, ich bin jetzt bei, ich weiß gar nicht, bei 11 Videos, 11 Streams, 12 Streams. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube 12. Und bin insgesamt bei 52 Stunden oder so, oder 56, keine Ahnung. Gucken wir nochmal nach. Aber es geht bei mir jetzt auch dem Ende 55 Stunden. Dem Ende entgegen, weil ihr seht ja hier unten schon, 90% habe ich erfüllt von allen Herausforderungen. Es fehlt nicht mehr viel. Ich bin Level 37, Landkarte, ich habe jetzt, wie gesagt, das letzte Gebiet hier unten jetzt freigekriegt, also das hier alles, also praktisch von hier bis hier ist auch nicht so viel, Mission ist, sieht auch so aus, als wenn es jetzt dem Ende zugeht. Ich bin gespannt, ich bin da wirklich gespannt, also. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Und ich hoffe, dass dann die DLCs kommen. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Seid euer Odin.